Sebastian? Jens, ey, schön, dass ich hier sein darf. Ey, weißt du, warum ich dich eingeladen habe? Überhaupt? Eigentlich hättest du ja 2021 keine Berechtigung mehr, in solchen Shows zu sein. Warum? Aber wegen meiner Äußerung, die ich auf Twitter gemacht habe. Wegen dem ganzen Hate, die hassen dich. Ja, gut. Guck mal, die Biene sticht heute zu. Guck mal ihn an, Frank Thoman von ProSieben. Was ist das denn? Ja, sorry, ich möchte nicht erkannt werden. Untenrum. Du musst dir vorstellen, dass du mir damals 20% angeboten hast. Ich habe gesagt, nein, will ich nicht. Ja, weil du genug hast. Ja, richtig. Und jetzt bin ich sauer. Gewinn heute erstmal. Das ist deine Chance, bei mir was zurückzuholen. Gewinn heute. Kriege ich hier Geld? Pokerturnier nach Wahl, Reise, egal wohin, 10.000 Euro. Also 10.000 Euro kann ich gewinnen. Perfekt, da super. Da sehe ich mich, ja. Sie hat den ganzen Vapiano gekauft für uns. Super, wir sind hier mitten im Einkaufszentrum. Und das ist der Laden, wo eure Freundin euch hinschleppt, wenn ihr ein vernünftiges Leben führt und euch erzählt, was Weihnachten heißt. Sebastian, du hast keine Freundin. Weißt du noch, wo der Plaza war? Die Show läuft schon, ne? Jetzt ein Hitler nicht rein, gell? Ja, geil. Ich hab sogar was dabei. Was hast du dabei? Oh. Ich sehe gar nichts mehr. Alle können hier einfach richtig professionell Poker spielen. Nur ich nicht. Ich bin halt immer so aus Glück irgendwie ein bisschen weitergekommen. Ein Gast haben wir noch, hä? Haben wir noch einen? Warum gibt's das nicht mehr? Yeah. Knossi, wir beiden haben auch schon gegen ihn gespielt, oder ich habe ihn schon mehrmals kommentiert. Aus der, ja, aus der Influencer-Szene dürfen wir begrüßen den Revi. Herzlich willkommen! Da komm her. Hey, Revi. Und zu Recht auch, muss der Mann da sein, der das hier eigentlich alles mit mir wieder ins Leben gerufen hat. Deswegen ist Revi heute hier! Wir haben alle lange Stacheln. Wer hat den längsten Stachel? Die Biene stinkt zu, jetzt! Ja, was? Befehl ist da. All in. Wow. Ja! Ja. Erst All in! All in von Revi mit 1100. Revi! Frank? A6. And the rich get richer. Weitere Chips hier für Frank Thoman. Mittlerweile zum Top-Favoriten hier. Aber er ist raus, ne? Also eigentlich würde man jetzt so und dann den letzten mit einer richtigen Schwingung machen, also mit einem richtigen Dreher. Du kannst natürlich auch so machen. Was? Ey, heftig, richtig gut. Boah, was ein Profi. Oh, ich hab Schmerzen überall. Was sagst du? 10.000. Ey, danke fürs Kommen. Gerne, doch Jens. Es ist doch Ende des Jahres jetzt. Steuer. Muss ja auch, sag ich mal, ein bisschen was ausgeben, noch Ausgaben machen für Steuern. Das ist ja gut. Ja, ich will weniger zahlen. Kann ich schreib dir eine Rechnung. Ich schreib dir eine Rechnung für fürs Kommen. Ne? Bro, du hast. Komm gut heim. Ja, wir werden das sehen. Wenn ich kein Geld bekomme, dann nehme ich Equipment mit. Boah, sie geht jetzt klar. Echt, Digga, das sind einfach die Hände von Marc Eggers. Gib dir 5 Euro, wenn du jetzt zum Türsteher gehst und den damit schlägst. Okay, warte. Stein, Schere, Papier. Stein, Schere, Papier. Ah, okay, krass, du spielst echt gut, Mann. Heftig. Und wie ist dein Lichtshow? Ist gut? Bei ihr war das irgendwie cooler. Schönen Abend noch. Lach mal hier, kannst du als Transition in die Cam boxen, nicht mich? Yo, that shit nasty, innit? Wir sind zurück in der Halle, meine Freunde, und wir haben gerade Besuch bekommen. Da schauen wir nochmal ganz kurz runter, wer da hier so rumgekommen ist. Hier nochmal danke an Kai Pflaume für den I care for your Besen. Kai, lass das, mach das nie wieder. Deine Überraschung für uns. Dann haben wir so lange noch Zeit, aus dem Fenster zu springen. Komm mit, ich sag's dir. Und zwar ist eigentlich echt easy, also du gehst quasi einfach und dann springst du. Shit, wie geil! Tschüss! Schon geil, ne? Alter, das ist schon, ey, man, schon kurz so. Mit High Five! Oh, boah, das wird schwer. Oh, das war geil! Lean, Mann! Woo! Oh! Oh, oh. Oh. Ah, ich muss zum Physiotherapeut, mein Arsch ist kaputt. Au, oh, warum tut das so weh? Oh, ja. Oh, das ist gut, das ist gut. Oh, das ist wirklich. Bro, hast du schon mal Arsch passiert? Wo bleibt mein Krepp hier? Ja. Wir haben einfach einen Weihnachtsmarkt. Oh, und wo wir gerade.
gerade von Weihnachten reden. Das Fest der Liebe. Ihr sucht euch sicher noch alle das perfekte Geschenk für euch, eure Freunde und die Familie, nicht wahr? Tja, da habe ich was für euch. Kennt ihr das nicht auch, wenn an Weihnachten Mama und Papa sich streiten in der Küche, weil das Essen nicht rechtzeitig fertig wird, der Baumschmuck Stress macht und generell der ganze Heiligabend nur aus Streit statt Liebe besteht? Naja, das muss nicht sein, Kinder, denn hier kommt Dungeons & Dragons ins Spiel. Naja, Weihnachten kann wirklich stressig sein und da braucht's manchmal nur eine Sache, um die Familie wieder zu einen. Ein gutes und anständiges, superschönes Gesellschaftsspiel. Vergesst negative Gedanken und flüchtet euch mit eurer Familie gemeinsam in eine unendliche Fantasiewelt, wo ihr Rollen, Charaktere und alles so gestalten könnt, wie ihr wollt. Und das nur, indem ihr ein paar Würfel rollt. Einfach Wahnsinn. Aua, mein Rücken. Oh. 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 Yeah. Woo. Ja! Zieh die Karte! Versteinert! Dungeons & Dragons ist das perfekte Geschenk für eure Freunde, eure Eltern und eure Familie. Ah. War das hier weg? Reni, hast du auch Bock auf den Krepp gleich? Ja, schon. Alter, warum? Das ist Dönerpapier. Was ist da drin? Wir haben es mit Dönerpapier gerettet. Ich bin auch gar nicht. Oh, hä? Das sehe jetzt gar nicht gut. Stell mir wieder auf, sein Gesicht ist komplett gefroren. Oh nein! Zahl dein Weihnachtsschutzgeld und. Guck mal, hier ist einfach unsere Tür und da steht einfach ein Weihnachtsmarkt. Ja, wo soll ich das bitte? Ja, schön. Das ist schön. Was kostet das jetzt? Nix tatsächlich. So ein Loser. Ey, Bro, dein Gesicht liegt hier am Boden, Mann. Oh,